Herzlich willkommen und grüß dich zum großen Intuitionskongress. Mein Name ist Peter Seitz, ich bin Initiator und Moderator dieses Kongresses und heute spreche ich mit Remo Stücheli. Remo hat die Gabe, unser Bewusstsein und unsere Herzen mit der Kraft von Musik und Klängen zu öffnen. Sein Seeleninstrument ist die Gitarre. Er hat mehrere Soloalben veröffentlicht und spielt Konzerte in Yoga-Studios und an spirituellen Festivals. Seit vielen Jahren singt er indische Mantras mit Gruppen und produziert Meditationsmusik. An seinen Seminaren kannst du auf verschiedene Art und Weise in die kraftvolle Musik und in die Klänge eintauchen. Herzlich willkommen, Remo. Vielen Dank, lieber Peter. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja. Und. Es war ja schon sehr spannend, wie wir zwei zusammengekommen sind. Gell? Weil das war über zwei Ecken, bin ich auf dich aufmerksam gemacht. Ich hatte dich eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann bin ich über die Nada auf dich aufmerksam geworden. Und da war sofort so, okay, und dich möchte ich gerne dabei haben bei dem großen Intuitionskongress. Wow, so schön. Ja, also ich staune selbst immer wieder, wie die Musik so diese Türchen öffnet und ich immer wieder der Musik folgen darf und wo sie mich hinführt. Und heute eben zu dir, lieber Peter, an diesem tollen Kongress. Ja, und Remo, bevor wir jetzt so ein bisschen auf das Aktuelle eingehen und was du vielleicht sogar noch vorhast in Zukunft, lass uns ein bisschen in die Vergangenheit zurückrutschen. Wie war denn dein Weg? Wie bist du so zur Musik gekommen? Ja, gerne. Ja, also die Musik, die war eigentlich immer schon da. Sie hat mich wirklich in den frühesten Kindheitstagen, ich denke mit 3-4 Jahren, erwischt, so mit der Ukulele oder vom Banjo von meinem Vater. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich extrem enttäuscht war, dass es so kompliziert ist. Weil ich hatte damals schon so diese Vorfreude auf das, was alles möglich ist mit Klängen. Ich erinnere mich wirklich gut an dieses Gefühl. Ich habe diese Saite angezupft und hatte dann innerlich so dieses, ach nein, das ist sowas von den Erwachsenen, da muss man so genaue Griffe kennen und. Ja, und dann habe ich das auch wieder vergessen und die Musik war aber immer da, habe Trompete gespielt, Flöte, solche Dinge. Und das hat aber immer so mäßig funktioniert, bis ich die Gitarre gefunden habe oder sie hat mich gefunden. Und ja, das war dann das erste Mal auch, wo ich einfach wusste, das werden wir das Thema Intuition. Ich wusste, da ist wie eine Verbindung. Und dieses Instrument, das ist mir nahe. Ich war damals wohl 13 oder 14. Und ich habe mir einfach mit meinem letzten Geld, das ich da irgendwie verdient habe, durch Zeitungen austragen, eine Gitarre gekauft. Und habe mir, es war lustig, ich habe mit mir selbst so eine kleine Challenge gemacht. Ich habe mir ein kleines Büchlein mit allen Gitarrenakkorden gekauft und habe mir gesagt, wenn ich innerhalb einem Monat das Gefühl habe, ich komme da weiter und dass ich das packe, ja, dann bleibe ich dran. Und das war einfach so eine Intuition. Ich brauche da keinen Lehrer, ich kann mir das selbst beibringen. Und nach einem Monat war ich so voller Freude, dass es irgendwie keine Frage mehr war, das Instrument herzugeben. Ja, und habe ich auch über eine ganz lustige Fügung einen Lehrer kennengelernt, weil ich wollte nicht Jazzgitarre oder so lernen. Ich wollte wirklich die tollen Songs, die damals wichtig waren für mich, wollte ich lernen. Und habe auf dem Skilift beim Snowboardfahren irgendwo in den Bergen einen Mann kennengelernt, der ein paar Jahre älter war. Und auf jeden Fall hat er mir dann Gitarrenunterricht gegeben, weil er genau in meinem Heimatort gewohnt hat. Also mega witzig. Es ist immer so, wenn man so Dinge erlebt, wo sich so ein Fluss ergibt, dann ist es was zum Dranbleiben. Und ich bin da dran geblieben an der Gitarre und habe in verschiedenen Bands gespielt, lange, lange Zeit in einer Rockband mit CD-Produktion und vielen Konzerten. Ja, und das hat dann aber auch irgendwie, hat das wie so im ganz Tiefen habe ich gemerkt, dass ich mit der Gitarre immer wieder viel wandeln kann, also über diese Klänge ganz für mich und ganz frei. Und
In einer Rockband ist man ja in dieser Situation, dass man ziemlich genau weiß, was kommt. Du weißt wirklich, wo dein Einsatz ist und wann du, ja, wann quasi das Solo ansteht und du brillieren und leuchten darfst. Und das hat dann irgendwie sich wie verlebt und es ist eine neue Ebene wichtiger geworden. Das Ganze eigentlich meditative Eintauchen in Musik und Klang. Und das hat sich dann noch verstärkt, als ich in Indien war. Da war ich also auch wieder eine wundersame Fügung. Also ich habe mich gerade frisch selbstständig gemacht als Musiker, habe meinen Businessjob gekündigt und ich wusste, da wartet noch was auf dieser Reise. Habe aber nicht gewusst, wo und was. Ich hatte in einem Meditationsretreat, in einer Schweigemeditation, 10 Tage, habe ich einen Holländer getroffen und der hat mir gerade erzählt von einem Mann in Nordindien, der einfach so in einem kleinen Dorf wohnt und ich könnte ja da mal hingehen, das sei so ein bisschen schamanisch und so und der nehme, also es ist kein Hostel oder so, man kann da Homestay bei ihm leben und genau, und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Ich musste dann zuerst mal 30 Minuten durch die Reisfelder absteigen bis zu seinem Haus und komme da an und sehe als erstes eine Gitarre. Und als zweites ein Akkordeon, also so ein Harmonium, meine ich, so wie bei den Mantras. Und ich habe nur gelacht innerlich und hab mich gefragt, was da wohl wartet. Und ja, da habe ich dann jeden Tag mit ihm 1, 2, 3 Stunden Übungen vom Nada-Yoga gemacht, also mit der Stimme, die klassisch-indische Musik auch so kennengelernt und eben dieses freie, nonverbale, dieser Zugang, der eigentlich nur Schwingung ist bei der Musik. Und eines Tages habe ich ihn dann gefragt, du, das beseelt mich, beflügelt mich. Und wenn ich nach Hause gehe, ich habe leider kein Harmonium. Hast du mir einen Tipp für die Gitarre? Ah, da hat er mich so angeschaut. Ja, ich wisse nicht, was er mir da raten könne. Aber am nächsten Tag hat er mir eine spezielle Art, die Saiten zu stimmen, beigebracht und gemeint, ich soll das dann halt mal ein bisschen ausprobieren. Genau. Und das war wie ein Schlüssel. Also ich habe das die Gitarre da zu mir genommen und habe einfach gewusst, wow, das ist mein Universum, das bin ich. Also es war wirklich wie ein Erkennen von das ist meine Art, mich auszudrücken. Und ich bin Jahre später habe ich mit ihm nochmals war ich mit ihm im Austausch und habe mich nochmals bedankt für diese Stimmung der Gitarrensaiten. Und er hat nur gemeint, er wisse nicht mehr, was das war. Er hätte keine Ahnung. Also das war wirklich wie so eine wundersame Fügung, dass ich da bei ihm war, ich war einen Monat oder länger, ja, bei ihm. Und dass er so eine andere Art für Musik, diesen Zugang ganz anders gelebt hat und ja, mir die Augen geöffnet hat. Und daraus ist alles entstanden, was ich jetzt mache. So war meine Reise mit den Klängen und ja, die geht immer tiefer. Ich kann dir das so gut nachvollziehen, weil als ich mal einen Sommer lang in Grönland verbracht habe, da hat mir ein Bekannter, den ich da oben kennengelernt habe, von Indien erzählt und von seiner Indienreise. Und das war hochinteressant. Und Monate später habe ich den Impuls gekriegt, nach Indien zu gehen. Und in Indien habe meine Veränderung und meine Transformation angefangen. Da habe ich erst mal die Kraft meiner Hände entdeckt. Und dann Wow. hat er eine, weil sie wieder zurück war, eine Kranio-Ausbildung gemacht und eine Heilpraktik-Ausbildung. Also es war auch so, bam, wie ein Wow. Moment alles verändern kann, oder ein Gespräch. Ja, schon. Und ebenso, es ist, wenn die Zeit reif ist, dann kommen diese Puzzleteile kommen einfach zusammen. Ja. Und Indien ist halt schon wahnsinnig faszinierend. Es ist wie eine. Ich habe da irgendwie eine ganz einfache, die Energie, es ist so einfach so, es ist so beweglich. Vieles geht ganz einfach, hatte ich das Gefühl, aber ja. Und wenn du uns noch ein bisschen mit in das Universum deiner Musik mitnimmst, das hört sich zwar schön an, aber lass uns dann ein bisschen teilhaben, wie du dieses Universum füllst. Ja, also. Das Wichtigste ist mal, dass ich ganz leer geworden bin über diese Art Musik, weil ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich vorhabe und auch nicht mehr weiß, was ich spiele.
Also das ist wirklich wie, es ist das, was ich jetzt mache, das ist wirklich eigentlich wie ein Kind, das sich einfach mit einem Instrument auseinandersetzt und darauf seine Sprache lernt. Also ich kann auf der normalen Gitarre, kann ich dir natürlich genau sagen, spiel mir A-Moll, spiel mir C-Dur und das ist alles professionell da. Also wie ich das jetzt mache, bin ich auch, weil ich als Solokünstler unterwegs bin, frei von diesen Prägungen. Und das lässt mich einfach nur über das Fühlen, der eigentlich, es ist eigentlich eine Energie zu fühlen, die sich gerade aus oder durch mich durch zeigen will. Oder wenn jetzt natürlich Menschen im Raum sind, dann wie fühlt sich der Raum an? Wie sind die Menschen? Wohin möchte das? Und dann kommt ein Klang, ein Ton, das verändert sich und kommt vom einen eigentlich zum nächsten. Wirklich so Ton um Ton folge ich der Musik. Und also du kannst dir das vorstellen, dass das wie so ist wie eine Art Regenbogen, wo sich so eine Farbe in die nächste verwebt. Und ja, es ist einfach für mich auch so wie ein immer tiefer gehen. Also wenn ich jetzt irgendwo starte, natürlich bin ich am Anfang noch präsent, bin ich viel wacher und dann geht das aber immer tiefer und ich vergesse mich auch. Und das Schöne ist, dass ich dann wirklich wie selbst nicht mehr bestimmen muss. Also ich kann wie Verantwortung abgeben. Ich glaube, wenn du jetzt Musiker oder Musikerin bist, wenn du uns zuhörst, dann weißt du, wie das sich anfühlt, diese Verantwortung zu tragen für den Spannungsbogen und so weiter. Und genau das muss ich eben nicht mehr machen. Und das ist so schön und so frei und so, ja, irgendwie auch ehrlich. Weil es gibt natürlich dann auch so kleine Fehler oder so. Es kann mal sein, dass da was passiert, was sich holprig anfühlt. Aber es ist halt einfach die Energie, wo sie hin möchte. Ja, und ist auch für mich selbst immer wieder heilsam. Und ich glaube, auch wenn ich so in so einer Energie bin, so in dieser gesetzten, achtsamen Präsenz mit den Klängen, dass sich das überträgt. Dass ich erlebe immer wieder, wie Menschen mir rückmelden, dass sie einfach so in eine totale, wache, aber total, tiefe Versenkung kommen, wenn sie einfach nur hören und auch gar nicht versuchen, das zu ordnen, weil wir kennen ja immer, oder das Gehirn möchte oftmals, ja, okay, das ist jetzt Strophe, das ist Refrain, ja, und das kommt ja dann wieder. Das hängt sich dann so irgendwie dran, oder das, ja, wo bin ich da zu Hause? Ich möchte dieses Stück greifen und wenn man das mal loslässt, dann breitet sich das aus und das Bewusstsein wird immer weiter. Dann wird es eine Reise. Und das, was du gerade beschreibst, hört sich für mich so an wie absolut gelebte Intuition. Das, Ja. was im Moment ist, die Wahrnehmung ist ausgedehnt, viel weiter wie im normalen Leben, wenn wir zwei uns jetzt unterhalten. Ja. Absolut im Hier und Jetzt und dann auf das zu reagieren und das zu machen, was gerade angesagt ist, was da Ja. kommen mag. Ja. Und was sich meine Frage da anschließt, wie nimmst du das wahr? Hörst du das oder spürst du das? Wie ist so deine Wahrnehmung, dass du in diesem Zustand so spielen kannst? Ja, also die Intuition kennt ja sowieso verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, einfach die jeder kennt. Es kann ein Bauchgefühl sein. Das ist vielleicht noch das Gängige, aber es kann auch ein Wort sein, das kommt. Vielleicht hörst du ein Wort für deine nächste Feriendestination oder du hast einen Geschmack. Du sehnst dich so unglaublich nach Thai Curry oder so. Und das ist deine Intuition, die dir vielleicht sagt, geh dahin. Jetzt bei mir, bei den Klängen, ist es oft so, dass ich, es ist so ein Gefühl, also das ich ausdrücken möchte. Das steigt auf vom Bauch eigentlich übers Herz und kommt dann so wie über die Arme zusammen in die Klänge. Es kann dann aber auch sein, dass ich das höre, wo es hin will. Und manchmal ist es auch so wie ganz körperlich. Also wenn es um Rhythmus geht, zum Beispiel, dann kann es sein, okay, jetzt ist irgendwie, ja, es ist wie was anderes dran, weil das ist ja alles Teil von Klang. Auch Rhythmus beeinflusst sehr, was die Energie macht. Und ich kann deine Frage so nicht
abschließend beantworten, wo oder wie die Intuition mich findet. Aber die findet mich. Und ich sage manchmal, die Musik ist so wie ein Wesen. Das kommt so von verschiedenen Seiten und möchte was ausgesprochen haben oder eben möchte das zeigen über Klang. Und dann folge ich dem. Und ich glaube auch, je weniger bewusst es ist, desto freier fließt es. Wenn ich jetzt nur auf Hören gehen würde, ganz bewusst, dann verpasse ich vielleicht was. Wie auch im richtigen Leben, also ich sage jetzt im richtigen Leben, in unserem Alltagsverständnis, Intuition kann man ja nicht hier oder da suchen, die kommt ja einfach. Ja. Man kann ideale Bedingungen dafür schaffen natürlich, also wenn ich jetzt ein Konzert spiele oder einfach Klänge mache für Menschen, dann versuche ich mich schon zu zentrieren vorher und ja, in meine bestmögliche Energie zu kommen, damit es auch leicht wird, sich auf das einzulassen. Und genau. So schön, dir zu lauschen. Und was ich mitkriege von dir ist, dass du die Intuition auf ganz unterschiedlichen Ebenen wahrnimmst und ausdrückst. Und so über deine Gitarre ist einfach ein wunderschöner Ausdruck davon. Mhm. Ja, also. Ja, es ist das größte Geschenk, glaube ich, dass ich das so finden durfte, weil, ja, ich glaube, ich kann schon sagen, es war eine Art Suche dieses Ausdrucks und eben in diesem freien Fluss. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich einfach weiß, das ist meine Art, die Intuition zu nützen und eben, ja, aus der Fülle zu schöpfen eigentlich, mit dieser Art Gitarrenspiel, mit diesen Klängen. Genau, das ist wie mein Fixstern. Also das ist auch, dass der Fluss der Intuition ist so stark oder so beglückend, dass ich einfach jeden Tag Lust habe darauf. Und also das ist wirklich etwas, was ich mir kaum hätte vorstellen können, noch vor ein paar Jahren, dass man auf etwas so immer Lust haben kann, weil es einfach stimmt, weil es wie so, ja, es ist wie wenn was zusammenkommt, wie wenn sich zwei Pole verbinden und die Quelle ist die Intuition, einfach das Fühlen von dem, was jetzt kommen mag und was sein möchte. Und spannend ist schon, also du sagst eben verschiedene Ebenen der Intuition, also die Klänge zeigen mir auch Themen, je nachdem, oder was jetzt gerade da dran war, was man dann in Worte fassen kann. Das ist dann manchmal spannend, wenn ich dann reflektiere, okay, was habe ich erlebt, dass da wie noch auf einer anderen Ebene die Intuition spricht. Ja. Und was wundervoll sein kann und wundervoll sein darf, ist, dass man mit den Dingen, die man liebt und die Arbeit, die man tut und verrichtet, ja, dass man da Spaß hat dabei, dass es wundervoll ist, nicht nur für dich, sondern auch für deine Zuseher. Und vor allem auch nur, dass man Geld verdienen kann damit und darf. Ja, genau. Das wird oft in dieser spirituellen Gesellschaft, Gemeinschaft, wird das oft so, ah, ich bin so spirituell und das muss alles kostenfrei raus. Ja, manche Sachen dürfen auch kostenfrei raus, aber es ist auch ganz legitim, dass man Kohle damit verdient. Ja, klar. Also ich glaube, das ist immer ein Weg hin zum Wert, zur eigenen Wertschätzung auch. Und ganz genau. Also ich habe auch die ersten Momente, Musikmomente mit Mantras, Mantra-Singrunden, da haben wir einfach eine kleine Kasse aufgestellt. Und es ging nur ums Teilen der Freude. Das war komplett eine andere Ausrichtung, einfach Menschen, die aus dem Herzen zusammen singen und genau, und jetzt aber mit der Gitarre, da erkenne ich auch wirklich, dass das ist was Kraftvolles, was Einzigartiges und die Frage nach dem Geld verdienen in dem Sinne, die stellt sich gar nicht mehr, weil es ist klar, dass da Energie auch zurückfließt. Ja. Natürlich ist das, also immer wieder neu ein Spüren, ein Hinspüren, was ist der Wert von dem, was ich gebe, und manchmal gebe ich etwas kostenfrei, weil es einfach sich richtig anfühlt. Mhm. Ja.
Und was sind so deine nächsten Projekte oder was ist dein nächstes Projekt? Fangen wir mit dem mal an, was du Ja. entweder in die Welt bringst oder schon im Gange ist. Ja, also ich glaube, das meiste ist schon in Gange. Also es ist wirklich so ein Projekt, was ich das erste Mal mache und was wirklich kribbelt. Wir organisieren ein Mantra-Retreat. Das ist dann erst im Januar 2024. Aber das ist wie so ein Kind, das so langsam jetzt ein bisschen größer geworden ist, nachdem wir in Yoga-Ausbildungen präsent waren. Also die Pamela und ich, mit ihr mache ich das Mantra-Singen zusammen. Sie ist Yoga-Lehrerin und spielt Harmonium und singt eben auch. Und ja, nachdem wir das so in tägigen und Halbtages-Workshops erlebt haben, ja, machen wir da jetzt wirklich im Winter nächstes Jahr dieses Retreat, wo es darum geht, einfach ganz einzutauchen in die Vibrationen von Mantras und auch die energetische Seite. Also was macht ein Klang im Körper, dass wir da wirklich reingehen und reinspüren, immer wieder neu rausgehen, das Ganze lösen, wieder eintauchen. Weil eben Sanskrit, also die meisten Mantras sind ja auf Sanskrit, ist ja eine Klangsprache, wo jeder Laut eigentlich seine oder jedes Wort drückt die Energie, über die Energie die Bedeutung schon aus, also ohne dass man die wissen müsste. Das heißt, man kann auch wieder ganz frei einfach nur erleben. Und ja, die Melodien, die über die westliche Interpretation der Mantras dazugekommen sind, die sind halt so sehr herzöffnend. Und ja, das ist das erste Mal, wo ich dann einen Retreat wirklich über 2 Tage leiten darf. Das kribbelt und das macht wirklich mega Freude. Es geht gar nicht um jetzt, wie viele Menschen kommen oder so, sondern es ist wie so ein lang gehegter Wunsch. Ja, genau. Und ja, ansonsten, es gibt immer wieder neue Projekte, die kommen. Also es ist jetzt auch so ein bisschen wieder neu, dass ich auf größeren Bühnen spielen darf. Wir haben One Spirit Festival im August in Freudenstadt. Das fühlt sich auch so wie ein Projekt an, weil es ist schon ja lange jetzt irgendwie im Feld und das wird jetzt Realität. Und genau, die Musik zeigt, wo es hingeht. Also wenn du mir fragst, was sind die neuesten Projekte, ich kann das so nicht sagen, aber ich folge der Musik und das heißt, ich folge den Dingen, die an mich rankommen, spüre natürlich rein. Ist das was, was ich machen möchte? Vielleicht eines der letzten spannenden Projekte war, Musik mit Farben zu verbinden, die intuitive Musik mit intuitivem Farbenspiel, mit einer Maltherapeutin. Das ist sehr spannend. Oder halt eben auch, das ist jetzt nicht mehr so ganz neu, aber Meditationen, die ich mit meiner Partnerin Noemi aufnehme, die einfach auch frei fließen. Und das ist wie jedes Mal ein kleines Wagnis, sich da wirklich ohne Plan auf eine Meditation einzulassen, wo halt Worte und Klänge synchron entstehen. Und ja, da gibt es auch ein Projekt, das ist jetzt erst seit dem Frühling wirklich am Start, das heißt Butterfly Soul. Es geht da um dieses Abstreifen der Verpuppung, die wir uns ja oft zulegen als Menschen, weil ja, wenn wir auf unseren Seelenpfad schreiten, dann werden wir uns bewusst, was wir an ja, teilweise einengenden Konzepten und Glaubenssätze immer noch um uns gehüllt haben. Und bei Butterfly Soul, bei diesem Anlass, geht es halt wirklich darum, dass wir, also es ist mehrfach pro Jahr immer wieder, gehen wir rein mit Meditation und Klang und ja, wollen so Schicht für Schicht einfach diese Essenz, die Seelenkraft freilegen. Und das ist was Wunderschönes, wenn man auf dieser intuitiven Ebene mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Weil das ist auch dann das unmittelbare Wirken, diese unmittelbare Energie, dieses ganz direkte Dasein, das ist so kraftvoll und ja, in meiner Erfahrung, also zumindest für mich, wenn ich was vorbereiten muss und dann einen Plan habe, was jetzt da rein auch kommt, bin ich ein bisschen in einer anderen Wahrnehmung. Es braucht es natürlich manchmal so dieses Erklärende, teilweise auch so wie eine Art Lehrerfunktion, wo man ja so irgendwie in Ebenen führt.
wo wieder im Bewusstsein ein Schritt geschieht, aber wenn jetzt einfach der Grundgedanke ist, intuitiv zu einem Thema zu arbeiten, da bin ich mega präsent und wach und spüre auch, dass das bei den Menschen nochmal was anderes auslöst. Mhm. Ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, bitte entschuldige mich. Alles gut. Schön, dir zu lauschen, wie du es so empfindest und wie es auch beschreibst und umschreibst. Schön. Ich möchte ganz gern noch ein Thema ansprechen, mit dem du beteiligt bist. Und zwar ist das Global Harmony Unity. Ja, genau. Lass uns da noch teilhaben drauf, weil das war eigentlich der Impuls, warum ich dich angeschrieben habe. Ja, unbedingt, liebend gerne. Ja, also die Global Harmony Unity ist eine Community. Ich überlege gerade, wo ich beginne. Ich glaube, ich beginne mal damit, was es ist. Die Global Harmony Unity ist eine Community von Menschen, die sich gerne mit der neuen Zeit beschäftigen, mit dem wahren Selbst, die Freude haben zu experimentieren, zu erkennen, wer bin ich, die einfach gemeinsam sich einlassen auf das, auch was aus dem Moment heraus entstehen mag. Es ist eine Community rund um Kurt Tepperwein und seiner Frau Nada. Also die Nada, die habe ich über die Klänge kennengelernt und sie ist eigentlich die Initiatorin von der Global Harmony Unity. Und es ist eigentlich ganz spannend. Ich habe ja die Nada in einer Höhle kennengelernt, so lustig wie das jetzt klingt, in einer Höhle in Nördlingen, das ist in Deutschland. Wir haben uns da getroffen zu viert, um mit Klängen zu wirken, ohne eigentlich zu wissen, was uns erwartet wirklich. Und ja, das wäre eine separate Geschichte, aber jedenfalls ging es da um intuitives Arbeiten mit Klang in einer heilsamen Ausrichtung, also Healing Sound in dem Sinne. Und wir haben über die Sprache der Klänge haben wir uns so direkt verstanden, also sie hat da Flöte gespielt und mit der Stimme getönt, dass da wie so ein starkes Matching irgendwie gemacht wurde auf der Musikebene, dass diese Verbindung weiterging. Und sie hat mich dann ein paar Monate später gefragt oder hat mir erzählt von diesem Projekt. Das war damals ein Projekt, die Global Harmony Unity. Und sie ist da jetzt ein Team am Zusammenstellen, um das halt wirklich in die Welt zu bringen. Der Maritreo, der war auch dabei bei der Höhle, er hat das Ganze organisiert und er ist auch dabei bei der Global Harmony Unity. So war eigentlich ein Ursprung von der Global Harmony Unity war der Klang. Und dementsprechend ist eben alles, was wir da tun, also weil dieses freie Fließen mit den Klängen uns beeinflusst hat, ist auch oft ein freies Fließen einfach in Worten, in Zusammenkommen. Also es gibt dann ein Zoom jeden Donnerstagabend, Harmony Live heißt das dann. Und wir haben ein Thema, wir richten uns aus und dann lassen wir es fließen. Also das klingt jetzt auch total so vielleicht spirituell, esoterisch, was auch immer, aber es ist so frei und überraschend, weil wir wissen, was ungefähr kommt, aber was sich genau zeigt, das ist an dem Abend dann wirklich das Thema. Oft kommen Klänge und ja, also es ist wie eine Energie, die sich dann aufbaut. Es fühlt sich oft nach einer Stunde ähnlich an, aber wie wir in dieses Energiefeld eintauchen und wie sich das aufbaut, das zeigt sich. Und ja, also das war auch das erste Mal, wo wir ein Perlentauchen gemacht haben. Das ist auch der Titel dieses Interviews. Das Perlentauchen ist was Wunderschönes mit Klang. Weil das ist was, was jeder für sich selbst das Innenleben erkunden darf, wo da diese Perlen verborgen sind. Und genau, also wenn du magst, sage ich ein bisschen was über das Perlentauchen und komme dann wieder zur Global Harmony Unity zurück. Nee. Super. Ja, also das Perlentauchen, zuerst mal zur Perlmuschel. Was hat die dann mit den Klängen zu tun? Also die Perlmuschel ist ja eigentlich einfach ein feines, reines Wesen, die da am Meeresgrund sitzt und versucht ihr Haus schön rein zu halten und schaut immer, dass da kein Dreck reinkommt. Aber natürlich
passiert es trotzdem mal, dass ein Sandkorn mit der Strömung reingetrieben wird und sie versucht, das dann auch wieder rauszustrudeln. Aber wenn das halt mal nicht gelingen würde, dann macht sie das Beste draus. Wenn jetzt ein Splitter, ein Sandkorn oder so in der Muschel hängen bleibt, macht sie das Beste daraus, nämlich eine Perle. Sie umhüllt das Ganze mit Perlmutt und es beginnt zu glänzen und es kriegt einen Wert. Und das ist ja für viele von uns das Schwierige. Ich nehme mich da auch mit dazu. Wenn ich eine Erfahrung habe oder ein Thema, was ich nicht so gerne mag oder was mich schmerzt, dann mag ich da eigentlich das nicht ins Zentrum stellen. Ich mache das vielleicht irgendwo hin. Und ja, vielleicht habe ich das gemacht, als ich noch weniger bewusst war in meiner Kindheit oder in einem Moment, wo ich keine Ressourcen hatte, um mich einem Thema hinzugeben für die Heilung. Und dann ist das irgendwo verborgen. Und ja, es entsteht die Perle entsteht eben nicht automatisch leider, weil wir, ja, wir sind zwar schon leuchtende Wesen, aber diese Eigenschaft mit den Perlen, das hat viel mit Erkennen zu tun und eben wirklich zu tauchen, einzutauchen in diese unbewussten Räume. Und da kommen eben diese Klänge ins Spiel. Und das war so faszinierend. Wir haben das bei der Global Harmony Unity über Zoom das erste Mal gemacht. Und die Klänge, die sind ja wie, also die echten Perlentaucher, die brauchen ja Hilfe, um in die Tiefe zu kommen. Also sie nehmen ein Gewicht, einen Stein oder ein Seil und ziehen sich da in die Tiefe. Und bei uns waren es eben die Klänge, oder bei mir sind es die Klänge, wenn ich ein Perlentauchen mache mit Menschen. Am Anfang ist man so noch an der Oberfläche, gewöhnt sich an das Wasser, an die Klänge und dann meandert das und über dieses Eintauchen im Klang taucht man ja auch immer in Welten ein, in sich selbst und in Räume, die oftmals verborgen bleiben oder einfach verborgen sind im Alltagsbewusstsein. Und ja, es gibt dann so wie eine Verbindung zwischen Klängen, die über mich kommen dürfen und der eigenen Intuition, wo geht jetzt die Reise hin, da kommen Bilder, da kommen vielleicht Gefühle. Und ja, so tauchen wir ein. Und die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe von der Perlmuschel, die hat mich eben auch schon mega fasziniert vorhin, aber ich wusste natürlich nicht, was würden mir die Menschen zurückmelden. Und dann haben wir das gemacht mit der Global Harmony Unity. Und das war so ein tiefes Staunen und so eine unglaubliche Wirkung einfach von diesem Eintauchen mit diesen intuitiven Klängen. Ja, dass ich das immer wieder gemacht habe und ja, immer wieder gibt es den gleichen Effekt, auch wenn ich es gar nicht so benenne, dass Menschen zu ihren inneren Themen reisen, wo sie vielleicht auch ja, ein bisschen Angst davor hätten. Also wir hatten letztens bei der Global Harmony Unity das Thema Vater, Mutter, so was man da an Prägungen mitkriegt, um es mal ein bisschen neutral zu sagen. Und es ist nicht so einfach, wenn da ein Thema getriggert wird, da zu bleiben. Und ich höre halt immer wieder, auch wenn ich in Yoga-Studios bin, dass es über die Klänge wie so einen behüteten Raum gibt, so dass es ganz einfach bleibt, präsent zu sein mit dem Thema, das eben vielleicht verborgen war und das jetzt da Heilung benötigt oder bekommt, einfach nur dadurch, dass es eben angeschaut wird und dass es da sein darf. Also das fasziniert mich selbst immer wieder an den Klängen. Es ist kein Tun, so wie ich das nicht tue, das, was ich spiele, oder komme nicht aus einem Konzept. Und genauso ist es eben auch bei den Menschen, die die Klänge empfangen und ihre eigene Heilreise damit machen. Es ist nicht ein Tun, es ist nur ein Präsentsein im Körper, im Geist, mit den Emotionen und einfach geschehen lassen. Ja. Und genau, also das Stück, was ich da euch schenke, wenn du eben den Kongress unterhalb vom Video schaust, hast du ein Geschenk, das ist das Stück Perlentauchen, genau so wie es damals, es war glaube ich im August letzten Jahres, ja, wie es entstanden ist bei der Global Harmony Unity. Und ja, ich möchte dich ermutigen, diese Reise zu machen, wenn du das Stück für dich runterlädst, einfach neugierig zu sein, was sich zeigt und das auch wiederholt zu machen.
Weil Klänge sprechen immer wieder unterschiedliche Dinge in einem an. Also man kann ein Stück nach 2 Monaten wieder hören, auch wenn man es intensivst gehört hat, es geschieht wieder was Neues. Mhm. Ja, also du bremst mich, du sagst einfach Stopp, weil es fließt. Es ist schwer, dich zu bremsen, weil ich da gerade so drin bin mit dir und so mitfühle und die Klänge und das, wie du das auch bezeichnest und wie du uns in Worten rüberbringst, wunderschön. Was mir noch ganz lieb wäre, wenn du nochmal ganz kurz so auf die Global Harmony Unity eingehst, was ihr da sonst noch macht, was euer Ziel ist vielleicht oder so, ja. Wenn es ein Ziel gibt. Und was schön wäre zum Abschluss, wenn du uns einfach dann nur ein paar Klänge mit deiner Gitarre spielen möchtest. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also was machen wir bei der Global Harmony Unity? Es ist eigentlich einfach ein Zusammenkommen von Menschen, die offen sind im Herzen und die gemeinsam ein Feld nähren, um, also es ist ein Bewusstseinsfeld in dem Sinne, es ist eigentlich wie ein Experiment, was geschieht, wenn man sich regelmäßig verbindet, eben in diesen Zoom-Calls, wo man Übungen macht, wo man eben Experimente mit Klängen oder Bewusstseinsreisen oder Meditation mit Stille gemeinsam macht und dann über den Erfahrungsaustausch eigentlich so wie eine Lernkurve auch entsteht, weil wenn du etwas erzählst in deinen Worten, dann höre ich plötzlich etwas, was ich selbst vielleicht so nicht drauf gekommen wäre. Also es hat nichts mit eigentlich mit Lehren zu tun oder so, oder es ist vielmehr ein gemeinsames Spielen. Und es gibt auch physische Treffen, wo wir zusammenkommen, wo es einfach auf um das Begegnen auch geht, dann live. Und ja, längerfristig wird es verschiedene Angebote natürlich geben mit Klang oder vielleicht auch Kurse. Einfach das, was aus dieser Community kommt, was unter die Menschen kommen möchte, das ist bis jetzt nicht so möglich. Es gibt einfach diese Zoom-Treffen. Und genau, also eben der Schirmherr ist ja der Kurt Tepperwein, ja. Der Meister der Bewusstseinslehre. Er hat immer wieder ja einfach die Worte, die öffnen und die das ganze Feld wieder wie nochmal neu aktivieren. Mhm. Genau, also das ist jetzt nicht so direkt auf den Punkt zu bringen, wie du das vielleicht gehofft hättest, dass ich klar sagen kann, das ist die Global Harmony Unity, da gehen wir hin, das ist unsere Vision. Aber die Vision, kann man einfach sagen, ist Menschen in einer erwachten Welt oder wache Menschen in der Welt letztendlich zu verbinden und halt immer wieder neu in so ein waches Feld einzutauchen, das macht dann auch was längerfristig im eigenen Leben und im Alltag. Wenn das jede Woche wieder geschieht, ist vielleicht nicht jedes Thema gleich spannend für dich, aber das macht halt was, dieses Durchgängige. So dass wir ja vielleicht jedes Mal so ein bisschen mehr zur höheren Frequenz beitragen können oder wie du das immer nennen magst. Genau. Und was wunderschön ist, ich höre zwar deine Worte, aber ich fühle das dahinter. Manches lässt sich einfach ganz schwer mit dem Kopf wirklich beschreiben. Aber wenn du das Interview jetzt gerade siehst, dann weiß dein Herz und weiß dein Bauchgefühl und weiß deine Intuition bereits, ob du dir das mal anschauen magst oder nicht. Wenn du hinspürst und ein Ja dazu hast, dann sei herzlich willkommen. Wir verlinken das alles unter dem Video. Ja, genau. Also so hat es ja begonnen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Das war halt einfach so total lustig. Im August vor 2 Jahren haben die Nada und der Kurt ein Video gemacht. Hey, da gibt es ein neues Projekt. Und also wir können dir eigentlich noch gar nicht so viel Konkretes sagen, aber vielleicht spürst du ja ein Ja dazu. Und dann, ach, was? Ja, genau. Und wenn du ein Ja spürst, dann trag dich doch schon mal in der Newsletterliste ein. Dann werden wir dir in Kürze mitteilen, wie das alles sich dann zeigen wird. Und da haben sich so viele Menschen schon gemeldet und haben irgendwie gesagt, ja, du, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich habe einfach so dieses Ja gespürt und habe mich da mal eingetragen und so waren in der Kürze waren da 3.000, 4.000 Menschen
einfach auf dieser Newsletterliste, obwohl irgendwie noch gar niemand wirklich sagen konnte, um was geht es da. Und so gesagt können wir auch jetzt immer noch erst herausfinden, um was es geht. Also rückblickend wissen wir es, vorausschauend ist es eine Reise. Ja. Und jetzt bitte ich dich, lass uns oder nimm uns noch ein bisschen mit auf die Reise mit deiner Gitarre. Ja, gerne. Da werde ich das kurz umschalten, dass man dich sieht. Und wenn du soweit bist, leg los. Ja, also dann freue ich mich auf das, was ich jetzt zeigen darf für diesen wunderschönen Kongress und die Intuition im Zentrum. Thank you.
Ja, vielen Dank, dass du uns mitnimmst auf deine Reise des Lebens für einen kurzen Einblick, deine Reise in deine Musik, in deine Projekte. Und ich sage herzlichen Dank. Und wenn du zum Abschluss noch was sagen magst an die Zuschauer des großen Intuitionskongresses. Ja, also ich möchte mich einfach auch nochmals ganz herzlich bedanken für unsere Begegnung, für dieses schöne gemeinsame Schwingen und dass du diesen Kongress in die Welt bringst, den Intuitionskongress. Das ist auch so ein wichtiges Thema, so vielschichtig. Man sieht es an den Referenten, an den Themen. Es braucht das, dass wir eben dieser Intuition folgen. Und in dem Sinne auch als Botschaft oder als vielleicht schon fast Erkenntnis aus meinem Leben, das ich gerne teilen möchte, folge wirklich deiner Intuition, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht im ersten Moment. So folge ich der Musik, weil das einfach sich von der Intuition her richtig anfühlt und du solltest dem folgen, was sich für dich richtig anfühlt. Und das kann ein kleiner Schritt sein, es muss kein großer Schritt sein. Die Intuition spricht oft gerne in kleinen Schritten, nicht in riesigen Visionen. Und das durfte ich immer wieder lernen, die kleinen Schritte, denen zu vertrauen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal live begegnen im Allgäu. Sehr gerne. Gib Bescheid, wenn du vorbeikommst. Super gerne, ja. Alles Liebe dir, Remo. Alles Liebe, Peter.